Weise zur Rettung. 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das Leben lehrt uns so einiges, zum Beispiel, dass Angst ein schlechter Berater ist, in der Ruhe die Kraft liegt, dass Hunde die Bellen nicht beißen, ein leerer Magen nicht gerne studiert und Milch müde Männer angeblich munter macht. Sind das nur Märchen, naive Sprüche oder kindliche Weisheiten? Zumindest haben sich Menschen über diese Dinge einmal Gedanken gemacht und sie zu einem Spruch ausformuliert aufgrund eigener Erfahrungen oder Fehlern, die sie erkannten bei sich oder anderen. Wenn man nun behaupten würde, dass zum Glauben an die Vergebung der Sünden es hilfreich ist, anzuerkennen, dass es einen Gott gibt, der unsere Einsicht, Umkehr und Sündenerkenntnis voraussetzt, um uns von den Sünden zu befreien, dann ist das wohl auch so ein Fall, wo man sagen muss, ja, so ist es. Das ist logisch, akzeptabel und auch machbar. In 1. Johannes 1, Verse 9 und 10 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist logisch, dass ich keine Vergebung der Sünden erfahren kann, wenn ich gar nicht glaube, dass ich Sünden habe und gar nicht glaube, dass es Gott gibt. Andererseits wissen wir als Christen, dass der natürliche, fleischliche Mensch nichts von dem annehmen kann, was vom Geist Gottes ausgeht. 1. Korinther 2, 14. Wie kann man dann weise werden zur Rettung? Ich denke dadurch, dass man seine gottgegebenen natürlichen Wesensmerkmale dazu benutzt, um sich mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen Augen dem Thema Gott und Bibel nähert. Dazu muss ich nicht erst erleuchtet werden. Das kann passieren, wenn ich Gott suche und ich durch Selbstprüfung eine gewisse Erkenntnis und Einsicht in dem finde, was ich lese und daran glaube. Gott schenkt dann die Neugeburt, die Überführung und das Festhalten an dieser Wahrheit. Viele Menschen haben eine gewisse Kenntnis von der Bibel und haben auch schon mitbekommen, dass Jesus Christus lebte. Sie haben keinen Zweifel daran und dass er wohl auch am Kreuz von Golgatha gestorben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Manches davon lernt man sogar in der Schule oder aus einem guten Buch und manchmal auch aus einem Film, den man sich anschaut. Es gibt nun eine Errettung, die viele theoretisch wissen, und eine Erkenntnis der Errettung, die Gott schenken muss. Ebenso gibt es Menschen, die sind fromm und von Neuem geboren. 1. Petrus 1, 23 und auch solche, die haben nur einen Schein der Frömmigkeit, weil sie nie über das Stadium des Kopfwissens und der Religiosität hinausgekommen sind. 2. Timotheus 3, 5. Es gibt Sünde und Erkenntnis der Sünde. Römer 3, 20. Sehr verwunderlich, aber leider wahr, ist das, was in Sprüche 20, 6 steht. Da heißt es, die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Wenn wir ehrlich und demütig vor Gott sind, dann sind wir zuverlässig. Und zwar in dem Maße, dass wir uns nicht selbst betrügen wollen. In Galater 6, 3 heißt es entsprechend, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn wir Gott wirklich von Herzen suchen,
wird er sich finden lassen. 5. Mose 4,29 steht, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Das ist eine Verheißung, auch für Menschen, die noch nicht von Neuem geboren sind. Was wir finden werden, ist dann Erkenntnis der Sünde und Erkenntnis der Gnade in Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und der einzige Weg in den Himmel zu Gott zur Erlösung. Johannes 14,6. Und wir werden erkennen, dass Menschen immer aus Glauben und niemals aus Werken gerecht gesprochen werden. Römer 3,28. Wir werden die Bedingungen Gottes akzeptieren und im Gebet um Gnade vor Recht bitten. Jesus sagte in Lukas 11, Verse 9 bis 13, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das macht doch Hoffnung, oder? Amen. Thank you.